Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich möchte kurz über das Halten der Energie sprechen, bevor die Sonne hier unter diesen künstlichen Wolken verschwindet. Ist lustig. Sie taucht von unten nach oben ins Dunkle, also in die gesprühten Schichten. Gut. Wir halten aber trotzdem unsere Energie. Das System funktioniert deswegen so prächtig, weil sie es schaffen, unsere Energie jeden Tag herunterzuholen. Und zwar machen sie das am einfachsten über Informationen, über Meldungen. Und hier haben sich Katastrophenmeldungen, die Angst hervorrufen, als probatestes Mittel herausgestellt. Man kann aber trotzdem die eigene Energie hochhalten. Indem man diese Informationen an sich vorüberziehen lässt. Oder sie am besten gar nicht an das eigene Ohr heranlässt. Wie gesagt, in den letzten Tagen, ich höre kein Radio, sehe kein Fern mehr, lese keine Zeitungen mehr. Das erspare ich mir alles. Ich brauche das nicht mehr. Und dadurch ist es mir auch gelungen, meine Energie tatsächlich höher zu halten. Jahrelang bin ich in dieser täglichen Angstmaschinerie drinnen gesteckt und habe mich tatsächlich vor Crash, vor Untergang, vor Katastrophen gefürchtet. Heute sage ich, was geschehen möge, was geschehen will, das soll geschehen. Aber ich schaue, dass ich mir heute einen angenehmen Tag gestalte. Ich schaue, dass ich heute wieder im Wald hinaufgehe, dass ich ein bisschen spazieren gehe, dass ich nette Dinge mache, kleine Dinge, nichts Großes. Ja. Es muss jetzt nicht der Karibikurlaub im 5-Stern-Resort sein, der sowieso einmal für längere Zeit ein bisschen schwierig ist, sondern die kleinen Dinge können es sein, dass man mal wieder ein Buch aufschlägt, was man schon vor Jahren lesen wollte und merkt, das ist total spannend, das ist total schön. Oder dass man für sich auch mal was Gutes kocht. Muss nicht das Lieblingsgericht sein, aber was ganz gut schmeckt, so kleine Sachen. Einfach nur den Moment immer und immer wieder genießen. Und das hält die Energie unglaublich hoch. Unglaublich hoch. Ein Freund von mir, ich habe das akzeptiert, weil ich habe ja damals reichlichst Panik-SMS, Weltuntergangs-SMS verschickt. Und er hat das alles abgelehnt. Er hat gesagt, das interessiert ihn nicht und ich soll ihm das nicht mehr schicken. Heute verstehe ich ihn. Damals war ich natürlich schwer beleidigt, ja Gottes Willen, ich verbreite hier die Wahrheit und der möchte es nicht wissen. Aber heute kann ich sagen, Wahrheit ist das, was wir erschaffen. Wahrheit ist das, was wir zur Realität machen und nicht, was uns die anderen vorschreiben, dass wir glauben sollen. Das ist deren Realität, aber nicht unsere. Na gut. Das sind so wieder ein paar einstimmende Gedanken in den Tag. Leider ist die Krähe ganz knapp oberhalb von mir vorbeigeflogen. Die habe ich jetzt nicht erwischt, aber egal. Einen wunderschönen Tag. Viel innerer Frieden. Viel inneren Frieden wünsche ich dir. Und Gelassenheit. Und natürlich Freude, Freude und nochmals Freude. Alles Liebe. Dein Astrowolf, Ende.